Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Pokémon Platin Exchange, Folge 171. Und ja, wir sind hier beim Pokémon Center gelandet. Beim Poké Center. Und wo sind wir denn jetzt? In Sonneweg, okay. Ja, ihr habt sie ja wahrscheinlich gestern bei Goro gesehen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ansonsten schaut es euch auf jeden Fall nochmal an. Wir waren ja eigentlich bei den Top 4 und haben ja eigentlich so ein bisschen gedacht, dass, ja, dass es eigentlich bald vorbei wäre. Aber wie ihr bei Goro gesehen habt, ist das doch nicht der Fall. Und wir werden noch ein bisschen hier trainieren, ein bisschen arbeiten müssen, bevor wir hier tatsächlich das Pokémon Platin Exchange geschafft haben. Ich hoffe, ihr habt ihn nicht allzu sehr geflamed, dass er das nicht geschafft hat, denn wer weiß, ob ihr das geschafft hättet, wenn ihr das, wenn ihr unter diesen Voraussetzungen das gespielt hättet. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier ein bisschen trainieren und wir hatten da halt so ein Gespräch quasi, bevor ich jetzt hier die Folge aufgenommen habe, weil normalerweise ist ja quasi der Reiz am Pokémon Platin Exchange, halt einfach sich nicht abzusprechen, aber bei so einer Situation ist das doch schon ganz gut, dass man sich ein bisschen abspricht, so von wegen so, ja, hier, also ich habe das jetzt nicht geschafft, wir sollten eher lieber ein bisschen trainieren, bevor wir weitermachen, anstatt dass das jeder jetzt erstmal nochmal versucht und wir das auch gar nicht mitkriegen, vor allem, weil heute kam bei mir, glaube ich, Folge 156 oder sowas raus und da seht ihr den Unterschied quasi. Wir haben auch echt nicht mehr so viel Geld, wie ihr sehen könnt, weil wir haben es ja wahrscheinlich verloren. Ich weiß ja nicht, wie viel Goro jetzt verloren hat in dem Kampf. Also Beleber sollte ich auf jeden Fall welche kaufen. Toptrank. Haben wir auch nochmal ein paar. Oh, da können wir gar nicht mehr so viele kaufen, oder was? Ja, tatsächlich. Dann holen wir mal nur einen. Holen wir lieber ein paar mehr Hypertränke. So, jetzt haben wir auf jeden Fall echt nicht mehr viel Geld. Immer das bisschen können wir ruhig noch an die Trainer verschleudern. Ja, aber wir haben uns jetzt dazu entschieden, beziehungsweise Goro hat halt einfach so uns erzählt, dass das nicht geklappt hat und dass wir noch ein bisschen trainieren müssen. Und wir haben uns auch dafür entschieden, dass wir in der Pokémon-Liga jetzt auch ein bisschen trainieren werden. Ein paar Runden lang. Bin mal gespannt, wie lang das Projekt jetzt noch gehen wird. Jetzt, wo wir halt tatsächlich noch ein ganzes bisschen üben müssen. Ich überlege auch gerade, das waren ja hier, glaube ich, Käfer-Pokémon, weil ich habe gestern gesehen, oder ja doch gestern, dass Goro hier mal früher reingegangen ist und dann kläglich versagt hat, weil unsere Pokémon halt nur unterlevelt waren. Und da meine ich, waren das hier Käfer-Pokémon, gegen die ist Feuer gut, Flug aber auch und Gestein. Na, dann nehmen wir mal Batman. Und ich würde gerne McChoasty noch ein anderes Item geben. Denn ich würde ihm gerne den EP-Teiler geben, weil McChoasty scheinbar ganz wichtig war für unseren letzten Gegner, bei dem er nicht so gut war. Und deswegen ich auf jeden Fall da so ein bisschen auf McChoasty auf jeden Fall achten würde, dass er auch gut gelevelt wird. Hallo, willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Herr Baro von den Top 4. Schön, dich kennenzulernen. Ich sollte noch erwähnen, dass ich ein großer Fan von Käfer-Pokémon bin. Sie können böse und hinterhältig sein, sehen dabei aber auch sehr schön aus. Möchtest du wissen, warum ich Herausforderer hier empfange? Nun, ich will einfach genauso perfekt werden wie meine Käfer-Pokémon. Also gut, dann wollen wir mal sehen, was du kannst. Ja, und wir werden hier halt trainieren, weil es hier wahrscheinlich die meisten EP geben wird im Vergleich zu den wilden Pokémon draußen. Deswegen werden wir hier wahrscheinlich immer kämpfen. Und werden mal schauen, wie gut wir uns hier schlagen. Na naja, gut. Flug ist jetzt auch nicht. Obwohl. Na, ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist, mal gucken, ob wir das damit schaffen. Flug gegen Flug ist auf jeden Fall nicht, nicht schwächend. Weil ich das gesehen habe. Deswegen müssen wir eigentlich effektiv sein dagegen. Sehr schön. Doppelteam. Damit treffen wir ihn schlechter. Oder Fluchtwert. Aber. Ist das nur erhöht Initiative? Fluchtwert. Ist das nur Fluchtwert, wenn man tatsächlich abhaut? Oh, Luftschnitt.
Oder ist es auch zum Beispiel, wenn man halt keine hundertprozentige Trefferchance hat, dass es die Chance zu verfehlen erhöht? Das weiß ich gar nicht genau. Fand ich auf jeden Fall interessant zu wissen. Yay, 1000 EP, McTursty auch. Pion Draghi. Wir kämpfen weiter. Wogegen ist Flug nicht gut? Gegen Elektro, gegen Gestein und Stahl. Könnte natürlich sein, dass der Gestein ist. Das wäre natürlich ungünstig. Ja. Kann gut sein, dass der Gestein ist oder sowas. Kann sehr gut sein. Und das war stattdessen effektiv gegen uns. Wechseln wir? Ja, komm, dann wechseln wir. Wogegen ist denn Eis? Ich überlege gerade, was wir nehmen können. Ich würde vielleicht mal Panferno versuchen. Giftstreich. Okay. Flammenwurf. Der müsste ja nochmal ein Stück effektiver sein. Probieren wir einfach mal aus. Aber wenn der Stein ist, dann ist es tatsächlich auch nicht wirklich effektiv. Aber ich mache ja trotzdem genug Schaden. Der ist scheinbar tatsächlich Gestein. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Aber wir probieren es einfach trotzdem mal. Der hat krasse Attacken, muss ich sagen. Aber ich hoffe es einfach mal mit dem nächsten Flammenwurf, dass wir da vielleicht ein bisschen was schaffen. Oder ist Kampf vielleicht besser gegen Gestein und gegen Käfer? Muss eben mal kurz gucken. Ja, ist auch nicht unbedingt besser. Wir probieren einfach mal einen Flammenwurf aus. Ansonsten stirbt Panferno halt. Wenn der Flammenwurf nicht ausreicht. Könnte ja sein, dass Panferno, dass der Nahkampf mehr Schaden macht. Yes, wir haben den Dorn gekriegt. Sehr schön. So, jetzt erhalten sie schön viele Punkte alle. McToasty erreicht Level 51. So ist das gedacht. Scaraborn. War der nicht Käferkampf? Ich meine, der war auch Kampf mit vom Typ. Da wäre Flug tatsächlich gut. Dann wechseln wir doch wieder auf Batman. Auch wenn der auch nicht mehr so viele HP hat. Wollen wir da vielleicht erstmal ein Heilungsding jetzt einsetzen? Oder wollen wir einfach direkt angreifen? Ich weiß ja nicht, ob der eine schnellere Initiative hat. Dann ist Batman natürlich weg. Aber Windschnitt ist ja eigentlich immer eine schnelle Attacke. Hoffen wir einfach mal, dass das ein One-Hit ist. Wäre schön, wenn wir tatsächlich vielfach effektiv sind. Ja, okay, hat nicht gereicht. Nachthieb wird Batman dann jetzt wohl down machen. Ein Volltreffer. Hätte ihn wahrscheinlich auch so down gemacht. Ja, sorry Batman. Dann, wen lassen wir jetzt die EP einstreichen? Ich guck mal eben so ein bisschen. Ich muss immer nach den Attacken gucken, was denn gut wäre. Psycho? Machen wir mal Psycho. Klar. Kampf. Dann nehmen wir mal eine Psychokinese. Oh, du bist doch kacke, Scaraborn. Ja, okay. Komm schon. Ha! Oh, das war fast ein One-Hit. Oh, das hast du schön gemacht, Palim Palim. Richtig schön hast du das gemacht. Fielende. Sag nicht, dass es dich jetzt tötet. Oh nein! Nein! Palim Palim hat fast ein One-Hit gemacht und dann sowas. Gemeinheit. Sollen wir nochmal Toasty in? Das müssen wir mal probieren. Mach es fertig, jetzt mal ernsthaft. Die 5 HP. Wirst du doch wohl noch schaffen. Machen wir mal eine Drachenklaue. Die ist meistens ziemlich schnell, die Drachenklaue. Yay! Damit ist es fertig. Jetzt hat McToasty ganz viele Punkte erhalten und Tobi auch nochmal die Hälfte. Oh. Hornweise. Hornweise. Nehmen wir mal Inferno wieder. Also Käfer ist echt krass, ne? Ich hatte ja tatsächlich das Glück, als ich vor 3 Folgen gekämpft habe, mit den Pokémon fast nur One-Hits zu machen. Das war richtig cool.
gucken wir mal, wie gut der Flammenwurf läuft. Aber tatsächlich ist der Käfertyp doch anstrengender, weil die da auch eine größere Vielfalt an Attacken haben. Ah, ein One-Hit! Sehr schön. Seht ihr die One-Hits? Seht ihr nur bei mir. Ist doch ganz interessant, wie unterschiedlich schwierig die Typen sein können. Oder ob es an den Pokémon vielleicht auch lag. Xerox. Kämpfen wir einfach mal weiter. Vielleicht nehmen wir auch erstmal ein Heildingens. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nochmal einen Flammenwurf einsetzen. Joa. Gucken wir mal, wie gut das läuft. Wie gesagt, gegen Käfer soll das gut sein, aber der zweite Typ ist halt immer so ein bisschen das, was verhindern könnte, dass man da reinhaut. Aber es ist doch ein One-Hit geworden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und da haben wir wieder Erfahrungspunkte bekommen. Yay! Wir haben ihn besiegt. Ich werde die Niederlage eingestehen. Ich hoffe, du weißt, worauf du dich in der Pokémon-Liga einlässt. Natürlich. Und wir haben wieder auf jeden Fall Taler dazu bekommen. Ich habe mit den schönsten und gefürchtetsten Pokémon verloren. Wir haben verloren, weil ich nicht gut genug war. Das heißt, zurück ins Trainingslager. Kriege ich dann keinen Applaus? Naja, wäre auch zu viel. Egal. Geh ruhig in den nächsten Raum. Drei Trainer warten noch auf dich. Sie sind alle stärker als ich. Naja. Du meinst. Aber dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter, oder? Und, wir werden hier mal hochgehen. Was war das nächste? Gestein? Da haben wir ja unsere gute Flora. Die sollte eigentlich One-Hits definitiv machen. Sehr schön. Und mit der sollten wir das eigentlich locker erledigen können, meine ich. So, wen haben wir denn da? Du bist ja ein niedlicher Trainer. Der aber Mumm zu haben scheint. Aha, ich heiße Theresa. Ich bevorzuge Boden-Pokémon. Zeig die Seitendame, was du alles gelernt hast. Ich hab's natürlich schon mal alles mitbekommen, aber egal. Felsa! Ist das Wasserboden oder was? Dann würde ja meiner Meinung nach sogar ein Megasauger. Komm, wir probieren mal einen Megasauger aus. Vielleicht reicht der sogar schon. Ja, vielleicht auch nicht. Oh, ganz knapp nicht. Schade. Zen-Kopfstoß. Ganz knapp hat er jetzt nicht gereicht. Schade. Wow, der sein Kopfstoß ist nicht schlecht. Dann machen wir nochmal einen Megasauger. Oh nein! Hättest du das nicht mal vorher machen können? Oh. Jetzt werden wir es wieder ganz knapp nicht machen. Mach mal einen Volltreffer, meine gute Flora. Das wäre cool. Nein, das wird nicht reichen, richtig. Aber wir haben uns wieder aufgeheilt. Auch alles gut. Ja, mach nochmal einen. Einfach nochmal ein. Und dann haben wir den auch erledigt, den Vels. Den Velsar. Fertig ist er. Skorgro. Keine Ahnung, wer das ist. Wir machen einfach weiter. Ah, war der nicht auch Unlicht? Egal, wir probieren mal einen Gigasauger. Oh, Erdbeben. Nicht so schön. Skorgro. Wir probieren einfach mal, wie gut der Gigasauger ist. Nicht so gut, okay. Gut zu wissen. Auf wen können wir denn da wechseln?
Ich würde mal sagen, wir lassen hier an dieser Stelle den guten Grancy raus. Der wird vielleicht besser wissen, wer gegen Skorgro so effektiv ist. Und dann, ja, wie gesagt, werden wir die nächsten Folgen auf jeden Fall weiter trainieren. Schauen, ob wir uns weiter rüsten können gegen die Pokémon-Liga. Beziehungsweise nicht gegen die Top 4, sondern gegen das danach oder so. Also ja, ihr habt es ja gesehen gestern, wie gesagt. Und morgen werdet ihr sehen, wie es dann bei Grancy weitergeht und übermorgen bei Goro. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass die Liga so schnell noch nicht zu Ende ist, sondern wir noch ein paar Runden, ein paar Folgen miteinander verbringen werden. Und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns in 3 Tagen wiedersehen. Tschüss!